Willkommen zurück bei Last of Us 2 mit eurem Survival Horst. Tja, jetzt haben wir uns in der letzten Folge die Stalker ganz schön zugesetzt. Ich habe, glaube ich, nur noch ein Medkit, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt mal kurz schauen, ich kann sicher noch eins craften. Das ist ein bisschen Backup. Ich bin auch nicht voll geheilt momentan. Können wir hier das Ding vielleicht aufbrechen? Dankeschön. Jawohl, lecker. Na, war denn das? Läuft. Okay. Du bist hier. Und das Krankenhaus ist hier. Oh, ziemlich abgedriftet. Wir müssen nach Abkürzung durch Westen. Den Park. Abkürzung durch den Park bewegen. Was soll denn da schief gehen, ne? Nein, wir haben eine Abkürzung durch den Park gemacht. Ne? Ich würde jetzt sagen, wir gehen nach Westen, wo auch immer der Westen ist. Ist der Park denn vor uns? Scheiße. Mitten im Park. Pioneer Square Station. Gut, es wird nicht unendlich viele Möglichkeiten geben. Insofern gehe ich jetzt einfach mal drauf los. Wer pfeift denn da? Wer hängt denn da? Ach ja. Ausflug in den Park. Der Park hat... Fuck! Ah! Ich wollte noch einen schönen Witz machen, habe mich zu Tode erschrocken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah. Wenn ein Pfeil in dir steckt, erleidest du nach und nach Schaden. Pfeift du mal schön. Ich sag noch, wer pfeift denn da? Das hat sich nämlich gar nicht so... Oh shit. Ich kotze. Mal wieder ein Pfeil in uns. Da kommen sie. Pfeift doch immer von da oben. Allem, was wir wissen, sind die Scars mit Pfeil und Bogen unterwegs. Da sind es viele. Ja, ein Pfeil wieder zurück. Erwischt. Wieder. Ja, das können wir nämlich auch. Wenn wir hier mit Pfeilen bombardiert werden, dann machen wir das einfach mal zurück. Wie gesagt, ein bisschen gucken wegen meiner, wie viel Pfeile ich noch habe. Ich kann auch welche nachcraften, das ist insofern ganz nett. Aber viel einfacher wäre es natürlich, wenn wir die wieder aufsammeln würden. Drei Pfeile haben wir wieder. Pfeifen die einfach.
habe ich mich so erschrocken? Oh, da ist noch einer. Ja, zu langsam, Alex. Da röchelt er ein wenig. Das müssen die Skars sein. Ja. Egal. Egal. Wehe, ihr habt Nora aufgehängt. Interessanterweise haben wir eine bessere Chance, Pfeile zurückzubekommen, wenn wir damit Kopfschüsse gemacht haben. Das hat das Tutorial uns in einer der früheren Folgen gesagt. Das war natürlich alles andere als ein Kopfschuss gerade. Aber, ich meine, klar, das Spiel wäre ein Belohn für Kopfschüsse. Auf der anderen Seite ist es eigentlich Quatsch, ne? Wenn du dir vorstellst, du hast eigentlich eine viel bessere Chance, einen Pfeil hier aus dem, ich sag mal, Weich. Körper, also Unterleib oder ähnliches zurückzuholen, als aus einem Schädel. So. Mal einen Tagebucheintrag lesen. Was haben wir da geschrieben? Ah. What the heck? Haben wir weggedrückt. So, jetzt nochmal. Scars. Scheiß auf die. Konzentrier dich darauf, warum du hier bist. Okay. Okay. Gut zu Ellie. Noch zwei Pfeile. Aber wie gehabt, wir können theoretisch welche nachcraften. Okay, das ist die Straße zum Krankenhaus. Tja, kommen wir da rüber? Ah ne, Straße zum Krankenhaus hier, nach da. Komme ich nicht hoch? Muss ich hier durch? Ich muss an dem Checkpoint-Tor vorbei. So. So. Das hier. Okay. Naja. Schauen wir uns mal kurz um. Ich habe, wie gesagt, ich habe ein bisschen viel Medkits geplündert. Also aus meinem eigenen Inventar geplündert, in dem Moment, als ich eben mit den Stalkern unterwegs war. Daher wäre es ganz gut, teilweise unsere Sachen wieder aufzufüllen. Und ich merke gerade, wir können uns natürlich hier die Pfeile nochmal nachcraften. Ich meine, why not? Ja. Das sieht doch gut aus. Still und heimlich stahlen wir uns ein Snickers. Oder ein Frühstückchen. Ja, ein Knoppers. Scheiden sich ja die Geister, was jetzt besser ist. Aber ja. So, Sammelkarte. Ja, Quent. Yu-Gi-Oh! Kennt den Drill. Weiter geht's. Ah, das sind so coole Details hier überall. Guck mal, der Boden, ne? Da tropft es von oben die Decke runter. Boden ist nass. Natürlich nur an der Stelle. Alles ziemlich abgeranzt.
man muss das, glaube ich, zwischendrin mal so ein bisschen auf sich wirken lassen, was hier an Szenerie erstellt wird. Auch an so kleinen Dingern, wo man am Ende nur mal kurz durchlootet. Bis hin zu von A bis Z, dem Bücherständer. Sieht doch ganz okay geplündert aus für meine Verhältnisse. Ja, entweder hoch oder da runter. Theoretisch müssten wir eigentlich runter. Ne? War das mal hier? Ah, komm her. Okay. Nee. So, dann müssen wir trotzdem reinkommen eigentlich. Und zwar hier über ein Fenster, hätte ich gedacht. Hi. Oje, ich bin mit Pillen abgeschossen, der Arme. Hi. Falls jemand diesen Zettel findet. Meine Frau Paige wartet im alten Konferenzzentrum. Das ist scheiße. Ecke Park und Convention auf mich. Direkt gegenüber vom Pub. Bitte bringen Sie ihr diese Medikamente. Sie ist schwanger und könnte ohne sie sterben. Ich dachte, ich schaffe es. Aber ich habe zu viel Blut verloren. Ich bin durch den Wald gerannt. Habe ein paar Pfiffe gehört und dann steckte ein Pfeil in meiner Seite. Ich habe mich hier versteckt. Ich glaube, hier bin ich sicher. Schlimmer kann es ja kaum noch kommen, oder? Mir wird langsam kalt. Ich habe so viele Medikamente aus dem Krankenhaus geklaut, ich hätte lieber auch ein bisschen Blut mitnehmen sollen. Ah, streich das. Sorry. Schlechter Witz. Meine Frau kann Ihnen sagen, dass ich für meine schlechten Witze bekannt bin. Wenn Sie Paige finden, sagen Sie ihr, dass ich friedlich gestorben bin. Sagen Sie ihr, dass ich hoffe, dass die beiden ein glückliches Leben haben. Sagen Sie ihr, dass ich sie liebe. Und sagen Sie ihr, dass sie das Kind, wenn es ein Junge wird, nicht nach mir benennen soll. Sie soll den Namen nehmen, den wir ausgesucht haben. Zeichnet Simon Vickers. Boah, kriegst du direkt Gänsehaut, oder? Mann, 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 Mann. Übel. Sehr elegant, Ellie. Dann mal los. So. Fedra Krankenhaus, Notfallzentrum. In die Richtung, dann gehen wir mal in die andere. Ja, altes Luther-Syndrom. Gucken wir uns das nochmal kurz an, was hier noch eventuell versteckt sein könnte. Warte mal. Aber das war's. Ich glaube, ich passe durch. Ja. Wie Joel sagen würde, du musst mehr essen, Ellie. Bitte, mach das nicht! Verdammt! Isaac plant etwas! Ich verrate es dir! Du... Ob wir uns da einmischen sollen oder nicht. Sie sind voller Sünder. Ja. Befreit sie, damit sie meine Liebe spüren. Jetzt ist er frei. Jetzt ist er frei. Sucht nach Versprengten. Sie führe uns.
Jetzt wissen wir zumindest, wer die Scars etwas Lily getan hat. Sind. Hab ich. Eine Schande. Aber ja. Verschreckte! Schnapp den Wolf! Hände weg, Teufel! Nichts. Diana! Shit, ey. Entfeilen, ey. Oh ja. Wow. Ich wollte kurz sagen, die Scars, von wegen wer die sind, sind einfach nur ein Haufen Spinner. Haha, jetzt wissen wir das. Ist ja krass. Okay. Die Laufroute geändert, das ist ja interessant. Warum hängen die zusammen ab? Dann kriege ich den da hinten weg? Nee, okay, der geht schon wieder weiter. Was? Diana! Hinterhalt! Schnell, das kam von da drüben! Augen auf, ausschwärmen. Wir haben was übersehen. Ja, vielleicht. Hey. Hey. Versprengter! Schlapp den! Okay, aua, aua. Scheiße. Muss doch möglich sein, mal was zu treffen. Der Wolf kann nicht zählen! Nein, keine Wunde mehr. Oh Gott. Ja, ich weiß, elegant ist immer anders, ne? Aber immerhin. Okay, du siehst genau, wo ich bin. Ich dachte, du siehst mich vielleicht. Oh, ja. Ich lock's die anderen an. Oh Gott, ist dieses Spiel krass. Ich bin immer so hin und her gerissen zwischen einem What the fuck und einem What the fuck. Also so, da. Immer, entweder da oder da. So. Alter. Greifen Sie wieder. Okay. Ich habe fast das Gefühl, ich müsste noch einmal kurz zurück. Ich habe hier jemanden abgeschossen mit einem Pfeil. Eventuell hat er noch einen Pfeil drin, den ich mitnehmen kann. Ja, vielleicht halt auch nicht. Und er hat ja irgendwelche Notizen. Und die schon wieder, ne? Die Emma. Frage, ob wir rechts oder links gehen. Oh. Na, wo ist sie denn? Da hinten.
rechts kommen noch welche. Yo, Baby! Danke, geh nochmal bitte. Geh mal bitte. Okay, kein Fall. Die Nervtölen. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wir probieren es mal. Möge Möglichkeit. shit, ich sehe nichts. Super, der ist jetzt abgehauen. Verdammte Axt. Gucken, ob wir den trotzdem wegbekommen. Alter. Nee. Gehen einfach mal weiter. Was soll schon schief gehen? Da oben tänzelt jemand rum. Wie viele denn noch? Nichts passiert. Das kam von da drüben. Psst. Weiß er doch gar nicht. Zwei Pfeile habe ich mir noch gemacht. Hi. Okay. Nein! Ich muss mal nachladen, Sekunde. Ah, ja, auch. Scheiße. Nein, nein! Doch, doch, doch. Komm hoch, komm hoch. Hoch. Ah, ich kotze. Ich muss nochmal kotzen. Nachladen, 10 Jahre nachladen. Der Rest. Oh, direkt an mir dran. Wow, was war das denn? Nice. Bin halt krass gut. Ah, shit. Ah, nein. Ja. Lasst euch das eine Lehre sein, ne? Wie man in den Wald hineinpfeift, so pfeift es auch wieder hinaus. Dich. Also, was ist jetzt dieses scheiß Krankenhaus? Ellie, ein bisschen am Fluchen gerade. Kann man auch verstehen. Der Alex wiederum, ein bisschen am Looten. Kann man auch verstehen. Auch sackgewichtig gerade, weil ich keine Munition und nichts mehr habe. Leider haben die Leute nichts getroppt. Cool. Ah, ist doch ziemlich nice. Ich werde mal hier die Waffe auf die wechseln. Da sind noch zwei Schüsse drin, da noch ein Pfeil. Wir haben keine Medkits mehr. Alles richtig gut. Ja, dann gehen wir mal zum Krankenhaus weiter, und zwar in der nächsten Folge. Bis gleich.